Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir geben uns endlich den nächsten Track vom Bad Moms Album, worauf ich mich unfassbar doll freue. Falls ihr noch eine Box haben wollt mit diesem schnieken Kinomod, der da drin ist, dann checkt gerne Amazon ab. Ich werde euch den Link dazu in die Beschreibung packen. Dort sind noch ein paar Boxen verfügbar. Nicht in allen Größen, aber vielleicht noch in deiner Größe. Ich bin wirklich gespannt, Mann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben hier mal mehr, mal weniger. Das Ganze ist produziert von Jumper. Sehr viele Songs vom Album sind von Jumper produziert. Ich habe mich nicht getraut, mit Jumper zu reden bei der Release-Party, sag's wie es ist. Ich hätte gerne. Ich wollte Hallo sagen, aber Jumper sieht auch in echt nicht so... Jumper sieht nicht echt aus. Ich sag's wie es ist. Jumper sieht nicht echt aus. Jumper sieht aus wie so Hologramm, animiert oder so. Der war zu perfekt im echten Leben. Wisst ihr, wie ich meine? Also der hatte keine Ecken und Kanten irgendwie. Der war gerade frisch beim Friseur wahrscheinlich. Direkt eine Sekunde bevor er reingegangen ist, war noch beim Friseur. Jedes Haar war perfekt. Sein Auto da clean und so. Er sah mystisch aus ein bisschen. Ich weiß nicht, was das war, aber Jumper sieht nicht echt aus in echt. Ich wollte es nur einmal ansprechen. Ich wollte ihm Props geben, habe ihn nicht getraut, weil ich dachte, ich fasse durch und durch, weil er so ein Hologramm ist, gefühlt. wir hören auf jeden Fall rein bei Mal Mehr, Mal Weniger. Ich bin sehr, sehr gespannt, Mann. Bis jetzt Album, wie gesagt, immer noch sehr vielseitig. Wir haben ja nur einen Track uns angehört bis jetzt, der auch noch ein bisschen, also der noch nicht als Single released worden ist, der nochmal so ein bisschen einen Vibe, einen Tone fürs Album gesettet hat, fand ich. Deswegen bin ich jetzt gespannt, Mal Mehr, Mal Weniger. Ich würde sagen, wir hören direkt rein. Let's go. Oh, okay. Ich bin direkt in love. Make a jump. Yeah, bitch, yes, I'm feeling myself. Zähle auf kein, zähle lieber mein Geld. Oh mein Gott, okay, ich lieb's direkt vom Vibe, von der Attitude her. Holy, ich liebe es direkt. Direkt vom Beat, vom Flow, vom Einstieg von ihr. Was ist denn los? Yeah, bitch, yes, I'm feeling myself. Zähle auf kein, zähle lieber mein Geld. Mir egal, ob die Mucke die... Das ist so ein Oldschool-Type of Beat einfach. Nice. Zähle auf kein, zähle lieber mein Geld. Mir egal, ob die Mucke die gefällt. Statt mit Fake-Ass-Bitches rede ich lieber mit mir selbst. Jeder macht jetzt Promo. Ich liebe den Beat. Mucke die gefällt. Statt mit Fake-Ass-Bitches rede ich lieber mit mir selbst. Jeder macht jetzt Promo auf meinen Namen, denn ohne Name Dropping sinken bei ihnen die Einnahmen. Kann mich. Oh, wait, what? Jeder macht jetzt Promo auf meinen Namen, denn ohne Name Dropping sinken bei ihnen die Einnahmen. Ah, denn ohne Name Dropping sinken bei ihnen die Einnahmen. So ein guter Flow gerade auch, holy. Jeder macht jetzt Promo auf meinen Namen, denn ohne Name Dropping sinken bei ihnen die Einnahmen. Kann mich nicht erinnern, wann du jemals auf 1 warst. Mach zeitlose Tracks, du nur für einen Freitag. Gerade diese Line kickt noch viel mehr, wenn man weiß, dass sie 4 oder 5 Wochen auf 1 hintereinander mit ohne dich war. Gerade diese Zeile, kann mich nicht erinnern, dass du mal auf 1 warst. So ein krass guter Song jetzt schon. Das ist so ein Abrechnungssong, so ein Statement, so ein Fuckfinger an die Hater-Song und so, wisst ihr? So ein Track ist das. So ein einfach mal Statement setzen und das liebe ich. Holy. Der wäre auch gut als Single gekommen noch mit Musikvideo, glaube ich. Kann mich nicht erinnern, wann du jemals auf 1 warst. Zeitlose Tracks, du nur für einen Freitag. Und Typen. Mache zeitlose Tracks und du nur für einen Freitag. Holy, nice, Mann, ey. Damn, strong. Wollen mir irgendwas erzählen? So und so hat deine Frau sich zu benehmen. Wenn du das so gut könntest, dann brauch ich es nicht, okay? Dann oh, auch strong. Bro, sie wollen mir irgendwas erzählen? So und so hat eine Frau sich zu benehmen. Ja, wenn du das so gut könntest, dann kannst du es ja für mich übernehmen. Geil! Bro, das ist wirklich einfach so ein Abrechnungssong und ich liebe den jetzt schon von der Attitude her. Du doch diese Frau, hast du mit mir ein Problem. Du verschiebst dein Album, weil du wieder nichts verkaufst. Ich verschieb mein Album, denn ich chill zu viel mit Haus. Ey, ich liebe die Betonungen gerade, weil du wieder nichts verkaufst. Einfach so dieses Rotzige wieder so ein bisschen, dieses Freche. Du verschiebst dein Album, weil du wieder nichts verkaufst. Ich verschieb mein Album, denn ich chill zu viel mit Haus. Liebt die alle Typen oder liebt sie lieber Frauen? Solange sie mich lieben, Dicker, liebe ich sie auch. Boah, auch noch dazu Statements gesetzt, weil sich jeder wieder aus irgendeinem Grund über die Sexuality von jemandem äußern will oder Gedanken macht. Was komplett Wayne Train ist einfach, Mann. Und da einfach gesagt hat, solange sie mich lieben, liebe ich sie auch. Einfach spread love. Geil. Liebt die alle Typen oder liebt sie lieber Frauen? Solange sie mich lieben, Dicker, liebe ich sie auch. Shake dein Ass, ja, ganz ohne Schwerkraft. Bubble Butts in the Club. Er und sie haben Feelings für Bad Moms. Jeder braucht bisschen Love. Oh mein Gott, wie gut ist diese Hook auch. Das ist voll so ein oldschooliger Sound irgendwie, den ich liebe. Der krass durch den Beat zum Vorschein kommt, aber auch durch ihre Attitude hier im Song, aber vor allem durch die Betonungen und durch diese Flow-Changes so. Es ist ein ganz anderer Flow als den wir von ihr kennen, so. Krass. Er und sie haben Feelings für Bad Moms. Jeder braucht bisschen Love. Wow.
Jeder von ihnen kriegt, was er verdient. Mal mehr, mal weniger, wow. Oh, auch wie gut das bei mal mehr, mal weniger, wow, das so abgehackt ist irgendwie quasi und auch ihre Stimme so ein bisschen tiefer ist als davor. Ich bin wirklich surprised. Ich hatte mir so einen Song null vorgestellt. Null vorgestellt. Jeder von ihnen kriegt, was er verdient. Mal mehr, mal weniger. Ja, ich kann sweet, doch bin auch ein Beast. Mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger. Wie geil auf dieses mal mehr, mal weniger. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich so ein Oldschool-Type of Vibe. Crazy. Bin auch ein Beast, mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger. Shut the fuck up, du Schäbiger. Geil, eigentlich so voll der Low-Rhyme, so mal mehr, mal weniger, shut the fuck up, du Schäbiger. Aber das ist voll so, das drückt das richtig gut aus. Das ist wie so, keine Ahnung, wie so diese Jugendsprache, dieses Übertriebene in der Jugendsprache einfach. Shut the fuck up, du Schäbiger. Du bist nicht einfach nur ein Dreckiger, du bist nicht einfach nur, keine Ahnung, ein Wichser oder whatever, du bist einfach ein Schäbiger, du bist ein richtig Schäbiger. Geil. Mal mehr, mal weniger. Shut the fuck up, du Schäbiger. Steh bei deiner Bitch im CD-Regal. Leute sind am haten, einfach weil ich keinen Penis hab. Auch geil, wie sie sagt, ich steh bei deiner Bitch im CD-Regal. Sag über mich, was du willst, aber du kannst sicher sein, ich bin in der Spotify-Playlist zum Beispiel von deiner Bitch so mäßig. Hab ich dich getriggert, Bitch? Was kann ich dafür, dass jeder Hurensohn verbittert ist? True. Are you mad, man? Ich bitte dich. Started from the bottom, Digga, du kommst aus der Mittelschicht. Oh mein Gott, wie strong. Auch wie sie sagt, started from the bottom, du kommst von der Mittelschicht. Und guck mal, ich stehe trotzdem über dir. Obwohl ich unter dir gestartet bin, bin ich trotzdem über dir. Obwohl ich viel schwerer hatte, bin ich trotzdem hier oben und du immer noch da. Was hatest du jetzt, hä? Geil. Geil, das beschreibt einfach ganz krass Missgunst, Neid und dieser unnötige Hate, die Struggles, von denen keiner eine Ahnung hat und wie sie einfach damit umgeht und sagt, ey, so, I know, dass ihr alle am Haten seid, aber dass es unberechtigt ist und ich trotzdem über euch bin. Sie ist so vom Ding her so, mit dem ist sie so, wisst ihr? Sie ist so clean damit jetzt. Ich liebe die Attitude im Song. Bad girl, Jordy, kein Sweetie. Long ass lashes, so als wäre mein Name Tweety. Auch immer wieder geil, dass wir hier mehr englischen Stuff wieder haben. Hatten wir den Singles nicht allzu oft, aber ich lieb's, dass es im Album wieder aufgegriffen wird mehr. Komm mir nicht mit Bruder und Habibi. I'm outta here, we wheezy, easy. Shake dein Ass, ja, ganz ohne Schwerkraft. Bubble Butts in the club. Er und sie haben Feelings für Bad Moms. Jeder braucht bisschen Love. Ich liebe diese Hook. Wir hatten auch gerade, und sie haben Feelings für Bad Moms. Jeder braucht bisschen. Dieser kleine Sound, ich weiß nicht, wie man ihn heißt, dieses, habt ihr das gehört? Das ist von Dr. Dre, glaube ich. Dr. Dre, Snoop Dogg. Could be from next episode, actually. Ja, ich krieg auf jeden Fall hier so ein bisschen Dr. Dre, Snoop Dogg Vibes hier und da auch. Geil. Jeder von ihnen kriegt, was er verdient. Mal mehr, mal weniger. Ich lieb diese Melodie auch. Holy. Holy ist dieser Song gut. Holy ist dieser Song gut, Mann. Ja, ich kann sweet, doch bin auch ein Beast. Mal mehr, mal weniger, wow. Rede nicht mit A&S und rede nicht mit Cops. I'm still Jordy from the block. Geil, Mann. Ey, geil, Mann. Ich lieb's, dass hier I'm still Jenny from the block aufgegriffen wurde. Gerade auch dazu passt das Thema, diese Oldschool-Hip-Hop-Type-of-Vibe, so, der hier wiedergespiegelt wird, die ganze Zeit, wo mit Jordy auch aufgewachsen ist, soweit ich weiß. Sie hat ja constantly, als sie aufgewachsen ist, solche Songs halt gehört. Und deswegen ist es halt eben auch hier im Album berechtigt vorhanden, weil es eben das ist, womit sie groß geworden ist. Und ich lieb's, dass sie es hier verarbeitet hat, Mann. Geil. I'm still Jordy from the block. Party zwischen Double Cups, Kippen, Rauch und Smog. I'm still Jordy from the block. Geil. Rede nicht mit A&S und rede nicht mit Cops. I'm still Jordy from the block. Party zwischen Double Cups, Kippen. Ich lieb's, dass es jetzt am Ende einfach wiederholt wurde auch nochmal, zum Outro gemacht wurde quasi. Einfach weil es A, eine gute Message hat, dass sie immer sagt, ey, I'm still Jordy from the block. Ich rede immer noch nicht mit A&S, I'm still Jordy from the block, so mäßig. Aber weil es halt einfach den Vibe settet vom ganzen Track. Rauch und Smog. I'm still Jordy from the block. Ein wunderschöner Beat von Jumper. Von Jumper. Dem lebenden Hologramm Jumper. Bro. Crazy. Oh.
Das wollte ich noch drin lassen, keine Sorge. Crazy. Crazy, wie gut. Stellt euch dazu ein Musikvideo vor, so im Fast and Furious 1 oder 2 Stil. Ähnlich wie Checkst du, aber vielleicht noch ein bisschen geiler mit so, keine Ahnung, auch alten Filtern gefilmt oder whatever. Boah, wäre das geil gewesen, Mann. Holy. So ein guter Track. So vibig, so krass vom Style her irgendwie, den ich gar nicht erwartet hätte. Real Talk Old School 90s. Early 2000er Vibes irgendwie. Ein unfassbar guter Beat. Coole Hook. Ganz, ganz andere Flows, die sie hier benutzt hat. Und von der Message her einfach wirklich so ein Abrechnen mit den Hatern. So, einfach so ein Abrechnen und so zeigen, ja, that's who I am, bitch. Damn, I love it, Alter. Holy shit. Ultra gut, macht ultra Bock aufs Album. Und schon wieder ein Track, der sonst nichts mit den anderen zu tun hat vom Sound her. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist einfach wieder so vielseitig. Wir haben jedes Mal einen Song, ich klicke ihn an, ich weiß nicht, was mich erwartet, weil es so vielseitig ist. Und das liebe ich, Mann. Holy shit. Geil. Ey, das war's. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Lasst mir gerne Opinions in den Kommentaren, wie ihr den Track fandet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.